Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz des heutigen Bundesliga-Klassikers 1. FFC Frankfurt gegen 1. FFC Turbine Potsdam begrüßen. Ich weiß, dass draußen im Stadion einige Fans auch zuschauen und auch oben im VIP-Bereich. Deswegen ein Gruß hier unten aus den Katakomben des Volksbankstadions. Und ja, bevor wir beide Trainer ins Gespräch bringen, Bernd Schröder vom 1. FFC Turbine Potsdam und auch Colin Bell natürlich, Cheftrainer des 1. FFC Frankfurt, möchte ich mich ganz herzlich hier beim FSV Frankfurt bedanken für die unheimlich freundschaftliche Kooperation, dass wir hier in diesem Stadion, im Volksbankstadion, auf solch hohem Niveau dieses Spiel präsentieren konnten. Die Mannschaften haben dann ihr eigenes dazu getan. Eine sehr, sehr starke Mannschaft aus Potsdam und eine sehr engagierte Mannschaft aus Frankfurt. Und deswegen, Bernd, bitte deine Stellungnahme zuerst. Ja, zunächst erstmal, das ist ja nun bekannt, wenn man jahrelang Sport treibt, dass man Fairplay übt. Zunächst erstmal Gratulation an meinen Freund Colin Bell, der in diesen Tagen sehr viel erreicht hat schon. So hat er im ganzen Leben noch nicht erreicht als Trainer wahrscheinlich. Das Entscheidende ist einfach, dass wir heute ein gutes Spiel gesehen haben und dass die Zuschauer, die hier waren, auch das Gefühl haben, wenn sie nach Hause gehen, Frauenfußball ist gar nicht so schlecht, wie es manchmal aussieht. Aber man darf nicht vergessen, es sind Spitzenmannschaften und wenn man dahinter guckt, dann ist es ein bisschen anders. Zum Spielverlauf, naja, ist klar, also wir waren ja uns im Klaren, wir können hier nur mit dem Sieg noch was reißen, Champions League oder zumindest vielleicht noch ein bisschen mehr, aber wir wussten, dass es sehr schwer wird. Aber wir waren natürlich mit dieser Mannschaft, trotz vieler Verletzungen, die wir ja haben, und andere haben auch Verletzungen, muss man dazu sagen, waren wir natürlich uns im Klaren, dass wir nur das Spiel gewinnen können, wenn bei uns alles funktioniert. Das heißt also, wenn die Abwehr stimmt, wenn wir kein Gegentor kriegen, im Moment vielleicht zur Halbzeit 0-0 gehen und dann vielleicht kurz vor Schluss dann möglichst noch alles offen haben. Und das ist aber nicht passiert. Wir haben kurz vor der Halbzeit dieses 1-0 bekommen, wo wir erstmal in der Kabine wieder reden mussten, weil es nicht erklärbar war. Wir haben die erste Halbzeit für meine Begriffe, ich drücke mich ganz vorsichtig aus, ansprechenden Fußball gespielt. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt also, der Ball lief, wir hatten Chancen, wir hätten 3-1 vielleicht oder 3-2 oder 4-2 führen müssen. Das ist nicht passiert, aber es ist mit Fußball. Zweite Halbzeit kriegen wir dieses 1-1 und dann war mir klar, weil wir haben natürlich, unsere Spieler haben immer noch was zuzusetzen, obwohl wir Champions League gespielt haben und ähnliche Dinge. Und das hat man auch gesehen, dass wir dann eigentlich mehr wollten, die Tore machen, aber das sieht man, der Elfmeter hat uns dann das Genick gebrochen, weil dadurch hat sich Frankfurt noch mal ein bisschen erholt. Wir hatten dann zwei, drei Möglichkeiten, die aber überhaupt nicht von Bedeutung waren. Und dann fällt eben das Tor, weil es schießt dann auch eine Spielerin, die keiner kennt von uns. Und das ist eben das Entscheidende. Der Ball war riesenlange in der Luft und dann gucken sich alle an, wie beim ersten Tor. Wir hatten 9 Leute im Strafraum, in Überzahl, 9 Leute und laut der schießt das Tor. Da, ich habe Colin schon gesagt, wir haben ja beide den gleichen Gott. Ich glaube, im Moment hat er mehr auf der Harmseite als ich. Ich kann es nur so erklären. Es ist nicht erklärbar. Das Einzige, was eben für uns ärgerlich ist, das Unentschieden hätte uns nichts genützt, aber es hätte natürlich unser Gesicht ein bisschen besser aussehen lassen können. Wer aber dieses Spiel gesehen hat, und es waren sicherlich in Potsdam oder in Brandenburg und auch im hessischen Bereich jede Menge Leute, die es gesehen haben, werden gesehen haben, dass hier zwei Mannschaften gespielt haben, die tollen Fußball gespielt haben und das nicht unbedingt heute, obwohl das Ergebnis so aussah, die bessere Mannschaft gewonnen hat. Ja, Bernd, vielen Dank für dein erstes Statement. Ich bin sicher, danach wird es die eine oder andere Frage noch aus dem Kreise der Medienvertreter geben. Colin, wir sind DFB-Pokalsieger geworden. Jetzt nach 2 Wochen sind wir in der Champions League. Ein ganz, ganz wichtiger Moment, ein ganz bedeutender Moment, denke ich mal, für den 1. FFC Frankfurt nach einer sehr, sehr langen Durststrecke, wo wir alle sehr stark zusammengehalten haben mit unseren Sponsoren und Partnern, wahnsinnig viel Perspektive auch immer wieder ausgelobt haben, nach vorne geschaut haben, immer wieder positiv gedacht haben. Und mit dir als neuem Cheftrainer haben wir das jetzt hier erreicht. Ein Dankeschön vom Vorstand, ein Dankeschön vom Management, einfach mal voraus. Die Saison ist noch nicht vorbei, es gibt noch ein Sahnehäubchen zu vergeben, aber das ist ein ganz toller Moment für den 1. FFC Frankfurt und ja, dein Statement zum heutigen Spiel, auch mit Blick auf das, was wir jetzt im Prinzip geschafft haben. Ja, erstens, Bernd hat einiges gesagt, einiges muss ich natürlich irgendwann mal, denke ich, auch aufarbeiten gleich, aber ich denke,
in erster Linie an Saskia Batusiak, weil so wie es aussieht, hat Saskia sich leider sehr, sehr schwer verletzt. Natürlich auch müssen wir die erste Untersuchung abwarten, aber nach erster Meinung unserer Ärzten wahrscheinlich hinterer Kreuzbandriss. Und das ist natürlich ein großer Verlust, weil und das überschattet etwas jetzt unsere Freude. Ich war gerade bei Saskia und ich muss ehrlich zugeben, mir kamen auch fast die Tränen, wenn das Mädel sieht, wie sie da leidet. Und es ist für uns natürlich eigentlich unersetzlich und nicht nur als Spielerin, sondern auch als Persönlichkeit. Und deswegen werden wir alles dran tun, Saskia die nächsten Wochen zu unterstützen. Aber erstmal, klar, wir müssen erstmal die richtige Diagnose abwarten, aber wahrscheinlich. Jetzt die Übergang zu schaffen zum Spiel. Ich versuche es auf jeden Fall und danke von meiner ganzem Herzen an Bernd natürlich auch für diese Glückwünsche. Und ob ich so viele Titel im Frauenfußball gewinnen würde wie du, das ist ja, aber dann, so alt wie Methuselah werde ich wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, deswegen nehme ich die Komplimente auch gerne an, weil Bernd ist in Frauenfußball eine absolute Legende und ein Mann, den ich unheimlich respektiere. Und deswegen nehme ich die Glückwünsche auch gerne an. Und kann natürlich auch sagen, dass Potsdam wirklich heute eine ganz, ganz tolle Spiel gemacht hat. Und hätten schon durchaus in der ersten Halbzeit in Führung gehen können, vielleicht sogar müssen. Wir waren vielleicht heute ein Tick nervös, ich weiß nicht. Das kann natürlich auch sein, aber es war wichtig, dass wir im Spiel drin geblieben sind. Ein gewisses Glück hatten wir ja schon, aber dann, die Mädels haben sich dann auch durchgebissen, wir haben uns in das Spiel reingebissen und dann haben wir angefangen, ein bisschen Fußball zu spielen und der Gegner dann laufen zu lassen und dann sieht unser Spiel ganz anders aus und dann kommt das 1-0, kurz vor der Halbzeit hätte Lieder nach einem super Spielzug vielleicht sogar das 2-0 machen können, dann hätte man vielleicht ein bisschen mehr Ruhe gehabt. Es war für uns logisch, dass Potsdam weiterhin Druck machen werden. Und das ist auch klar, wenn man gegen Potsdam spielt, dann weißt du ganz genau, du musst 90 Minuten oder so lange, wie der Schiri spielen lässt, da Vollgas geben. Du kannst nicht drunter 100% geben, das wird auch nicht langen. Und das war heute der Fall. Und dann kam Potsdam natürlich auch durch diese etwas ja jetzt tragische Eigentor und unglückliche Situation zum Ausgleich. Und ich fand, aber danach haben wir angefangen, besser Fußball zu spielen. Also das Tor hat uns in erster Linie gut getan, weil wir dann auch wirklich genau wesentlich kontrollierter und effektiver gespielt haben. Aber dann, wie gesagt, klar, Potsdam blieb immer gefährlich. Kam dann diese Elfmetersituation. Ich bin immer noch der Meinung, dass Anna den Ball gespielt hat. Sicherlich ein Stellungsfehler, aber sie hat ihre Stellungsfehler wettgemacht durch ihre Schnelligkeit. Und ich glaube, wenn man das wirklich die Bilder sieht, dass sie wahrscheinlich den Ball zuerst gespielt hat. Aber so die Dramaturgie dieses Spiels, Elfmeter. Und ich war sicher, wo Merle schießt. Und ich bin froh, dass Daisy das auch wusste. Und dann hat sie gehalten. Und das hat uns natürlich auch klar und die Zuschauer nochmal alle so wach gemacht. Und das war so wirklich ein ganz, ganz spannendes Spiel. Schiri zeigt dann 5 Minuten nachspielen. Ich wäre eigentlich mit 1-1 dann auch zufrieden gewesen. Aber gut, wir müssen auch nachspielen. Und dann kam dieser allentscheidende Ball. Und das ist einfach so, ein hoher Ball in den Strafraum, in Frauenfußball, ist immer gefährlich. Ja, und deswegen, wir wollten es sogar kurz ausführen. Da habe ich auch reingerufen. Bin auch froh, dass die Mädels mich gehört haben. Ich habe gesagt, hau den Ball in den Strafraum. Ja, und dann sind wir belohnt worden und das hat genau in diese, wie gesagt, Dramaturgie auch des Spiels auch gepasst. Bernd hat gesagt, heute vielleicht die bessere Mannschaft hat verloren. Das könnte man vielleicht so stehen lassen, aber wenn man 21 Spieler dann auch in Betracht zieht, glaube ich schon, dass wir heute auch verdient in Champions League gekommen sind. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und das war, wie gesagt, für uns ein Riesensprung.
eine Riesenerleichterung. Und ich glaube sicherlich auch die letzten Jahre, auch letztes Jahr, Frankfurt hatte diese Möglichkeit, in die Champions League zu kommen. Das Heimspiel gegen Bayern München, leider dann verloren und die Quali verpasst. Und ich bin sicher, dass die Mädels das irgendwo so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja, dass man muss einfach dann die wichtigen Spiele gewinnen. Das Pokalsieg war der Anfang, um einfach zu zeigen, du kannst auch da entscheidende Spiele gewinnen, Mädels. Ihr seid gut genug. Und das haben wir dann auch heute getan. Sicherlich etwas glücklich. Mein letzter Punkt, weil Bernd das auch angesprochen hat, er meint, ich wäre vielleicht ein bisschen näher an unsere Gott im Himmel als er im Moment. Ich glaube, du bist 1,98, also von daher glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird oder auch ist. Er liebt uns, ob wir gewinnen oder verlieren und auch gleich. Also von daher, dass wir das auch den Punkt auch abgearbeitet haben. Nochmal Glückwunsch an Bernd für einfach eine tolle, tolle Leistung. Heute seine Mannschaft und einfach, wie gesagt, du bist und bleibst Bernd Schröder, der in meine 3 Jahre Frauenfußball mir unheimlich ans Herz gewachsen ist. Und ich hoffe, Bernd, dass es so bleibt. Vielen Dank. Ich gebe das zurück. Danke. Das sind Worte, die man gerne im Frauenfußball hört. Wie sieht's aus mit euren Fragen? Bitte schön. Ich glaube, wir haben ein Mikro oder haben auch keins. Bitte schön. Herr Jochem. Herr Schröder, zum ersten Mal seit vielen Jahren wird Turbine Potsdam nicht auf eurer politischen Bühne in der Champions League vertreten sein. Sehen Sie das jetzt so als eine Saison nächstes Jahr, wo man sich ein bisschen neu sammeln kann, vielleicht die Spielerin noch ein bisschen vorbereiten kann, um dann im übernächsten Jahr wieder anzugreifen? Ja, ist natürlich klar, wenn man ein bisschen weiß, dass nächstes Jahr das Finale in Berlin ist, unser Wohnzimmer. Daraufhin haben wir eigentlich gearbeitet und vor 5 Wochen sah es so aus, als wenn wir die Champions League gewinnen können und die deutsche Meisterschaft. Also man muss nicht den Fehler bei anderen suchen. Wir haben es selbst auch heute in der Hand gehabt. Ich denke, wir sind, oder ich persönlich, auch mein Club ist immer auf sowas vorbereitet. Da werden nicht die Dämme brechen und jeder wird erschossen, erschlagen oder vergiftet. Ich bin Naturwissenschaftler, da ist man auf alles vorbereitet. Ich denke, wir werden im nächsten Jahr eine gute Mannschaft haben. Ich habe das schon gesagt, wir nehmen jetzt 4 ganz junge Nationalspielerinnen mit hoch. Gestern leider nur Vizemeister geworden, leider, sage ich mal. Unser Zweiter hat, glaube ich, heute Meister gemacht. Also der Verein steht gut da. Wir sind seit 14 Jahren immer auf dem Treppchen gewesen. Wir werden natürlich erstmal die Wunden lecken müssen. Es gibt Veränderungen bei uns, aber wir werden junge Spieler mit hochnehmen, die unserer Spielweise entsprechen, die unseren Willensqualitäten hochgezogen werden. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren eine gute Rolle spielen. Ich sage jetzt nicht, welche Position, aber wir sind jetzt frei von allen Druck. Wir müssen nicht in der Champions League spielen, was schade ist. Wie gesagt, ich wünsche Frankfurt natürlich alles Gute. Und auch Colin hat gesagt, Saskia Bardusiak, ich hatte vorher noch mit Bernd gesprochen, mit ihrem Vater. Sie spielt schon ein paar Jahre hier und wir haben uns gerade unterhalten über Verletzungen. Und das ist genau das, was dann eintritt. Wir haben vor dem Halbfinalspiel in Wolfsburg mit unseren Ärzten draußen gesessen und haben abends beim Glas Wein gesagt, eigentlich haben wir dieses Jahr noch keine Verletzung. Und seitdem haben wir 5 Verletzungen in Kreuzband, viele Bänderrisse und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben eine unserer beste Torschützin, hat gelb-rot gekriegt, da spricht gar keiner mehr davon, was wir sich selber zuzuführen hat. Wir müssen da uns nicht beschweren bei anderen, das darf nicht passieren, drum und dran. Ihre Frage ist klar, ich habe das gesagt, wir werden sicherlich im Trainerstab noch ein bisschen was verändern, ein bisschen ein paar Leute, die sich um Nachwuchs noch kümmern. Wir sind sehr gut aufgestellt für die nächsten Jahre. Aber wir werden nicht mehr hier irgendwelche Leute holen aus dem Ausland, die zum Schluss dann nach 2 Jahren wieder gehen. Wir müssen weiterdenken. Das ist unsere Philosophie. Wir haben 60 Mädel an der Sportschule. Und jetzt kommen die Ersten, die ich schon 2 Jahre betreue. Die Ersten kommen jetzt raus, die ersten 4 oder 5, wo wir dran arbeiten, im Geheimen, im Dunkeln, hintenrum. Und ich hoffe, dass wir auf der Strecke weiter vorankommen. Aber zunächst erstmal Frankfurt, Gratulation. Ich weiß, für euch war das schlimm die letzten Jahre. Ihr habt sie überstanden. Ich hoffe, ihr werdet eine gute Rolle spielen. Der deutsche Frauenfußball hat in diesem Jahr wieder eine gute Rolle gespielt. Ich sage der Clubfußball. Über das andere wollen wir nicht reden, das ist eine andere Situation. Fakt ist eins,
es kommt alles, wie es kommt, und jeder kriegt das, was er verdient. Und heute hat Frankfurt verdient, dort, um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Noch. Ja, vielen Dank für die außerordentlich fairen Worte. Das ist ganz toll. Ja, bitteschön. Thomas Weltexpress, Herr Schröder, was für Leute aus Süddeutschland, noch recht interessant, was erwartet Leute, die Fußballbesucher, die zum, ins Karl-Liebknecht-Stadion nächsten Sonntag pilgern beim Spiel Potsdam gegen Bayern? Was können Sie denen sagen? Ich kann sagen, dass wir sind ja mit Bayern befreundet, wie auch sicherlich auch mit Frankfurt, da wohl immer einige Leute irgendwas anderes sagen wollen. Wo auch immer, Freundschaft ist ein ganz schwieriger Begriff, ist sehr geprägt, Freundschaft. Ne? Aber ich denke schon, dass wir ein gutes Spiel, wir werden bestimmt 3.000-4.000 Zuschauer haben, weil die Fans lieben diese Mannschaft und wir werden gegen Bayern ein gutes Spiel machen, egal wie es aussieht, wir sind Dritter. In 14 Jahren wieder mal Dritter, also immer auf dem Treppchen, ich sage es zu wiederholen mal, da müssen andere erstmal hinkommen. Ja, Colin, vielleicht noch ein paar Worte, auch vorausschauend. Danke für die Stellungnahmen von Bernd natürlich. Ein bisschen vorausschauend, jetzt gibt es die Möglichkeit, das erste Mal in der Saison wirklich über Meisterschaft zu reden, über den berühmten Begriff Double. Wir haben das ja tunlichst vermieden, die gesamte Saison. Wir haben jedes Spiel eigentlich als Highlight gesehen. Wir haben Step by Step gedacht. Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, dass man nicht immer schon 1, 2, 3 Spiele voraus war, sondern dass man sich auf das Wesentliche an dem Spieltag konzentriert hat. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, in einer Woche da das Sahnehäubchen noch zu zaubern. Und wie wollen wir uns oder wie wirst du die Mannschaft darauf vorbereiten? Und ja, obendrein muss man natürlich eine schwere Verletzung wegstecken. Es tut mir auch wahnsinnig leid mit Saskia Batusiak, die ja hier gerade in diesem Stadion noch groß geworden ist, die hier quasi beim FSV Frankfurt über viele Jahre gespielt hat, die dann zu uns gewechselt ist und eine ganz, ganz wichtige Leistungsträgerin ist. Also ich hoffe nur, dass sie da baldmöglichst wieder gesund wird, solange so eine Verletzung halt auch mit sich bringt und dann wieder Fuß fassen kann. Sie ist unersetzlich, wie du das auch schon gesagt hast. Und ja, vielleicht ein Blick nochmal nach vorne mit Blick auf diese bittere Pille natürlich, aber auch auf die süße Pille, das Sahnehäubchen noch gewinnen zu können. Ja gut, ich habe auch die komplette Saison immer gesagt, dass Wolfsburg nach dem Triple letztes Jahr der Maßstab aller Dinge ist im Frauenfußball in Deutschland im Moment, und das bleibt. Die sind aktuell immer noch deutsche Meister, die sind jetzt erneut Champions League-Sieger. Das ist eine tolle Mannschaft, die sich auch stetig auch weiterentwickelt hat und auch während der Saison jetzt weiterentwickelt hat. Also von daher ein schwieriges Spiel für uns könnte es auch jetzt nicht geben. Die haben ja, glaube ich, über 30 Heimspiele jetzt nicht mehr verloren. Also von daher ist das natürlich eine ganz, ganz schwierige Sache. Und ich glaube einfach, dass die letzten beiden Spiele für alle drei Mannschaften, also ich habe den Mädels es auch gesagt, dass Wolfsburg hat ein schwere zwei letzten Spiele. Potsdam hat zwei schwere Spiele zum Schluss, aber wir haben zwei richtig ganz, ganz schwere Spiele zum Schluss. Also Potsdam zu Hause und in Wolfsburg. In Anführungszeichen schlimmer kann es gar nicht kommen. Also von daher weiß jeder Bescheid, und das wird ein richtig heißer Kampf sein. Und ich hoffe natürlich erstmal, dass wir die Mannschaft wieder ganz gut trainieren können die Woche. Und wir freuen uns natürlich auf diese Möglichkeit, dieses Endspiel dann auch zu spielen gegen den aktuellen Meister. Und dann muss man natürlich auch schauen, dass wir wirklich auch eine Topform erreichen. Weil wir haben heute, wie gesagt, zu viele Torchancen zugelassen, was uns eigentlich nicht, das ist nicht typisch unseres Spiel. Und deswegen, das geht natürlich auch nicht in Wolfsburg, wenn Pop und Müller und wie sie alle heißen, die werden die Dinge genau eiskalt verwerten, schätze ich mal. Also von daher müssen wir uns jetzt gezielt auf das Spiel vorbereiten, was wir denn ab morgen auch machen werden. Aber du kennst mich ja auch. Erstmal, wir haben heute gewonnen und ich will auch das heute auch mal genießen, dass die Mädels das auch genießen, trotz die, wie gesagt, traurige Nachricht von Saskia. Und dann ab morgen beschäftigen wir uns genau mit Wolfsburg. Aber wir sind alle stolz natürlich auch, dass wir überhaupt diese Möglichkeit haben, nach einer sehr harten, intensiven Saison. Und deswegen, also es wird sicherlich ein Spektakel geben nächste Woche. Und so oder so. Und wichtig war für uns, wir haben unser Ziel erreicht mit der Champions League. Und aber freuen uns natürlich auch jetzt dann in Wolfsburg dieses Spiel. Und denke auch, dass wir Chancen logischerweise haben, da zu bestehen und auch zu gewinnen. Und das ist auch unser Ziel.
Ja, vielen Dank. Ich will das nochmal unterstreichen. Wir haben wirklich unsere beiden Saisonziele erreicht. Wir haben den DFB-Pokal gewonnen. Wir haben heute die Champions League erreicht. Und jetzt kommt die Kür, wie man so schön im Eiskunstlaufen sagt. Und diesen Kringel müssen wir drehen, den wollen wir drehen. Und ich denke mal, dass die Mannschaft da Vollgas geben wird und du dein Nötiges dafür tust. Weitere Fragen aus dem Pressepublikum, bitteschön. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann sind wir draußen in der Mixzone noch stehen die Mädels auch noch zur Verfügung. Vielen Dank für das Kommen heute hier. Das war ein Riesenereignis. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das ein oder andere Spitzenspiel im nächsten Jahr, vielleicht auch Champions League-Spiele, auch hier wieder im Stadion am Bornheimer Hang, im Volksbankstadion durchführen. Das war eine tolle Atmosphäre, 7.300 Menschen fast. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein Gänsehautfeeling, Freude auf mehr macht, und wir werden da ganz intensiv dran arbeiten. Das war, denke ich mal, auch von dem gesamten Team, die das hier vor Ort organisiert haben, eine riesen logistische Leistung in wenigen Tagen, das alles hier rauszuräumen, was normalerweise FSV-like ist, und das Ganze FFC-like herzurichten. Und da nochmal ein großes Dankeschön an alle unsere Sponsoren und Partner, an die Commerzbank, an Allianz, an alle, die uns da so tatkräftig unterstützen, und euch alles Gute in dem Sinne, wie auch Colin schon zu dir gesprochen hat. Gute Heimfahrt, gutes letztes Abschlussspiel gegen Bayern München, und ein baldiges Wiedersehen ist garantiert im nächsten Jahr. Und wer Bernd Schröder kennt, der weiß, dass der Fight eigentlich in der Minute schon wieder beginnt. Und das auf freundschaftlicher Ebene, das finde ich klasse. Alles gut.